Super Spiel! Wissen das auch schnell? Oh, ja, das würde ich auch sagen. Kommt Alarm, Alarm auf den Server. Es geht los! Hey! Ja, beruhig dich, ey. Hey! Hallo! Metall schmilzt! Okay, nur in der letzten. Da kann man ein bisschen umgehen. Tun Sie dies. Ja, übrigens, Max, 18 Uhr, nee, nicht 18 Uhr, 21 Uhr ist Pause. Okay. Boah. Was? Oh mein Gott. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Rucksäcke jetzt hier rumliegen. Alter. Teebeutel hat seinen Schredder verloren und somit 0 Punkte. Also das funktioniert hiermit auch offiziell. So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play. Ich fliege aus dem Spiel. Ich heiße Windows. Oh Mann, ey. Okay, jetzt. Arc Tech Hunter, Staffel 2. So, bitte nicht wundern, dass von Teebeutel der Schredder zerstört wurde. Es gab ein bisschen ein paar Probleme, weil die sich doppelt beworben haben. Und deswegen sind sie jetzt disqualifiziert. Ich, das genau das gleiche gilt dann übrigens. Ach, scheiß drauf, ich spreche das später dann ein. Egal. Aber ich fand das gut. Ich hätte das mit meiner Aufnahme mitgenommen. Nee, ich mach das dann später, ey. Ich will mich jetzt aufs Spiel konzentrieren. Machen wir nochmal Hallo und so oder ohne Hallo? Hallo. 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 Ich hole gerade die Kiste, danach kann ich Hallo sagen. Was ich euch übrigens ans Herz legen könnte, ist vielleicht mal so eine Zielsucherrakete mitzunehmen. Es könnte vielleicht helfen. Ich habe mich das auch schon gefragt, ob die hier funktioniert. Habe ich mir überlegt, als ich mal so auf dem Klo war und so. Oh Gott. Und, bitte führ das jetzt etwas genauer aus. Dann habe ich da, ihr wisst schon, ne? Das sind deine besten Ideen, also. Ja, ich meine, besten so, Ideen. Du doch auch, oder? 3, 2, 1. Risiko. 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 Warte, cool, ich muss das Aufnahme drücken. Griff Aufnahme. Jetzt nimmt er gar nicht mehr auf. Was ist denn da los? Nee, der hat gerade ein scheiß Update runtergeladen. Oh. Der ja, diese Nvidia GeForce-Gedöns da, diese GeForce Experience hat ein Update runtergeladen und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Ich starte mal neu. Komisch, komisch. Kann mir einer mal helfen, das Metall auszuräumen? Jo, sagst du mir mal, welche Taste nochmal für den Helm war? Doppel-G. Alles klar, danke dir. Wo Metall ausräumen, vom was? Ah ja. Kilo. Leicht überladen. Doppelmittelfinger. Ach, das ist eh gleich fertig. Oh, naja. So, damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem Let's Play Tech Hunter Staffel Nummer 2. So, es gibt ein paar krasse Sachen zu verkünden. Aber bevor ich das mache, erstmal Hallo an Sie dir. Hallo. An den Maulwurfen. Hallo. An den Lan. Moin Moin. An den Mo. Guten Tag. Und an den Ryan. Hallo. Und der Bugs, der ist auch gerade im TS. Dacht Hallo. Zumindest. Ah, da, ganz leise. Ja, ich war am Tippen. Hi. Titten. Tippen! Okay. Der André ist übrigens auch da. Verstehe. So, auf jeden Fall, ich hole mal ganz schnell die Kiste. Gibt es jetzt ein paar Sachen zu verkünden. Und zwar ist es so gewesen, dass Dragon Ball, der Tribe, als auch der Tribe Teebeutel sich doppelt für das Format beworben haben. Und deswegen wurden jetzt beide Tribes disqualifiziert. Ich werde euch auch nochmal in Skype, also hier diese, was ich den allen Leuten geschrieben habe und so, werde ich euch hier mal hier rein copy-pasten, so dass ihr das seht. Das ist das, was ich quasi allen Tribes geschrieben habe. Und da sind jetzt alle Infos enthalten, wie es jetzt weitergeht. Denn das Ding ist ja gewesen, Teebeutel waren ja diejenigen, die das Finale getriggert hatten. Und dadurch, wie gesagt, haben sich doppelt beworben. Und sowas wollen wir nicht sehen, ne? Sowas ist unfair gegenüber den anderen und so weiter. Haben wir quasi jetzt gesagt, dass die disqualifiziert sind. Jo, was haben wir hier diesmal? Blueprint Mega Luceros. Okay, alles klar. So, und dann gibt es halt noch ein paar Änderungen. Also, was heißt Änderungen? Aber wir müssen halt uns da jetzt dynamisch anpeichen an das Problem. Und deswegen ist es jetzt erstmal die ersten 2 Stunden nicht erlaubt, Schnecken zu schreddern. Oh, mein Popschutz ist gerade verrutscht. Huch. Warte mal. Oh, Mann.
Also ist eh egal, man sieht sowieso alles. Jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, lest euch einfach durch, was ich in Skype den Tribes geschrieben habe. Dort steht alles erklärt, ne? Da habt ihr quasi die ganzen Details und so. Und ja, ne? Das heißt quasi, die Finale ist jetzt abgebrochen. Es wird jetzt irgendwann quasi von einem anderen Tribe getriggert und dann geht's weiter. Aber doppelt bewerben ist unfair und zukünftig auch, wenn sich jemand doppelt bewerben sollte und wir kriegen das mit und irgendwie kommt das immer raus, dann wird der Tribe nicht nur disqualifiziert, sondern er wird wirklich für alle Projekte gesperrt, zukünftige Projekte und so, ne? Also alles, was wir da machen. Wir haben jetzt hier nochmal eine Ausnahme gemacht, weil Teebeutel als auch Dragon Ball Instant das dann zugegeben haben und auch Reue gezeigt haben und den Tat wirklich neid und so. Ich meine, gut, kann man halt dann immer so Reue zeigen, bla bla bla. Aber da machen wir nochmal eine kleine Ausnahme, ne? Weil sie halt trotzdem noch gut reagiert haben. Hätten das ja auch abstreiten können und so weiter. Aber sollte es jetzt nochmal vorkommen und wir werden das jetzt auch noch mehr kontrollieren, dann wird der Tribe komplett gesperrt für alle Projekte. So, gut. Andres Überlagerungsmod lassen wir übrigens auch noch drin, ne? Ach egal, ich poste jetzt einfach in Skype dann. Ich lasse einfach diese Skype-Nachricht. Kannst du bei dir auch mal reinhauen, Bugs? Jo. Ich schreibe gerade eine Server-Message. Okay, alles klar. So, ich muss mal meinen Popschutz eben reparieren. Der Ankühler möchte ausgeladen werden. Eile zur Hilfe. So, mein Popschutz ist wieder ganz. Der poppt ganz schön. Ja, das Schlimmste, was bei mir passieren kann, der Aufnahme, stell dir mal, bei Beam geht der Popschutz kaputt, ey. Das ist ja, wie wenn bei manchen das Haus abbrennt, so, weißt du? Ja. Oh. So, soll ich jetzt nochmal gucken, ob eine Kiste bei den Schiffen ist? Ja, pass aber auf die Viecher auf. Ja, mache ich. Ich werde davor auf jeden Fall nochmal einen Teleporter herstellen. Hier passt die Kristall Electronics. Der Vorteil an der zweiten Methode war, dass ich nicht mehr auf die Sachen aufpassen musste, weil alle Säcke dann beim Server Restart despawned sind. Aber du bist extrem leise bei mir. Wenn du zum TS-Test nicht mehr lauter machen. Sobald Greta da ist, verschwinden wir, glaube ich, eh. Ja, aber. Jetzt mal lauter. Dann mal was bitte. Hallo, Test. Ja, ich glaube, das ist besser. Mein Kühlo ist leer. Jawohl. Metall. What? Arming wurde zerstört? Ja, die Schnecken können sterben. Das habe ich auf dem Com-Server auch festgestellt. Also es gibt Umstände, was weiß ich, Lava etc. pp., dass die quasi dauerhaft Schaden bekommen oder unter die Welt rutschen, dann löscht der Server die einfach. Also das ist okay. Ich finde, das ist nicht okay. Eine unschuldige Schnecke wurde getötet. So. Ich werde dich daran erinnern, wenn du die erste in den Schredder wirfst. Ich wurde doch schon geschreddert. Schon zweimal. Zweimal schon. Bisschen. Du bist aber da gespawnt eben. Eieiei. Ich bin unkaputtbar einfach. Ja, Sidia oder Maulwurf, einer von euch beiden, kann ruhig mal noch nach Paraseas, nach 180ern oder 170 plus Ausschau halten. Ich wollte gerade ein paar Pfeile mitnehmen. Wir wollen unbedingt diesen Plattformsattel mit 250 Armor, wollen wir noch weiter benutzen, also noch ein paar mehr machen und am besten davor mit Mindswipe sogar, dass man alles in Crafting Quality reinhaut. Da müsste es theoretisch möglich sein, einen Plattformsattel mit 300 Armor oder noch mehr Armor zu bekommen und das könnte beim Raiden richtig interessante Möglichkeiten ergeben dann. Ein Paraseer, der so 30.000, 40.000 Leben hat und 300 Rüstung, der hält mehr aus als ein Titan. Und dementsprechend brauchen wir noch ein paar Paraseers.
Metall kriegt man jetzt ja langsam zusammen. Ich guck gerade, ob hier irgendwo ein verdammter T-Rex ist. Mal gucken wir gleich. Ich werde jetzt erstmal hier gucken, ob die Kiste da ist. So, wie gesagt, Schneckenschwert ist erstmal verboten. Bis, weiß ich nicht, sag mal jetzt trotzdem 21 Uhr, Pax. Ich habe 21:30 reingeschrieben. Alles klar, bis 21:30, ab dann, bis dahin hätte ich gerne einen Tech-Schredder, damit wir dann auch sofort anfangen können, Schnecken zu schreddern. Nur falls triggern wir dann einfach das Finale. Was denn hier? Ach, das ist die... Hä? 162er Parazeer. Was? Direkt vorne an dem Teleporter. Ach, oh? Ach, Dragon Ball war direkt ja hier bei der, bei dem Schiff gewesen, hä? Hä? Nee. Willst du was bauen? Oder Spaß? Ich hab Bugs, ist das richtig, dass die hier in der Nähe von dem Schiff waren, hier am Wasser? Dragon Ball? Ich kann's dir sagen. Das ist eigentlich eine Information, die nicht bekannt ist. Ich kann's dir sagen. Ja, sag mal. Weiß es, wo die waren. Die waren, warte mal, ich guck mal auf die Map. Weil hier eine zerstörte Base ist und ich will wissen, ob das die sind oder nicht, weil nee, sonst darf ich die nicht looten. Das ist die zerstörte Base am Viking Bay in der Bucht, das müsste Skiller-Killer sein, deren alten Base. Ah, so, heißt ne. Also von den beiden gelöschten Tribes, da ist nichts über. Ja, also wie gesagt, ne, die Basen von den Motten auch komplett zerstört, das könnt ihr euch bei Bugs wahrscheinlich auch angucken und das Loot und so darf nicht gelootet werden. Und da aber ein paar Tribes einiges verloren haben, letzte Session beim Raiden gegen die, weil es auch da ein paar Surferprobleme gab und so, haben wir halt gesagt, es darf jetzt erstmal nicht geschreddert werden, damit die sich quasi wieder ein bisschen aufbauen können. Das war eigentlich so die Idee dahinter. Dragon Ball war bei 2057. Okay, dann sind die das nicht. Ich bearbeite mal den Parazer. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich glaube, hier ist schon wieder... Wow. Ich glaube, hier ist schon wieder keine Kiste. Ich erkenne das immer noch nicht. Ich glaube, hier ist keine Kiste. So, die fiese Arbeit ist getan. Ich bin dann weg. Viel Spaß. Viel Erfolg. Danke. Jo. Juhu. Alles klar. So, also es war keine Kiste da gewesen. Also wie es aussieht, können die nicht parallel spawnen, die Kisten. Ich weiß es nicht. Okay. Oder ja. Hallo. Hallo. So, alles fertig. Es gibt keine Dragon Balls mehr und es gibt auch keine Teebeutel mehr. Was? Keine Dragon Balls mehr? Und kein Tee mehr? Nein, Tee ist aus. Tea Party ist, ist krass gewesen diesmal. Oh Mann ey. Also wahrscheinlich habt ihr das gerade bei Beam auch gehört. Also was da passiert ist, ist, dass die Teebeutel genauso wie die Dragon Ball Leute sich doppelt für das Format beworben haben, was wir nicht gut heißen, und zwar in keiner Form. Als uns das dann zu Ohren gekommen ist, beziehungsweise als die Hinweise sich verdichtet haben, gab es dann ein TS-Gespräch mit sehr vielen Tribes, wo die Leute das dann auch zugegeben haben, weil sie halt wirklich gerne mitspielen wollten. Das war zumindest die Argumentation, die da angeführt wurde. Und dann halt gedacht haben, okay, versuchen wir mit unseren Zweit-Accounts uns doppelt zu bewerben. Zwei Tribes haben das dann auch tatsächlich geschafft. Ist auch die Chance natürlich relativ hoch bei diesem System. Wenn man sich eine Zahl aussucht, dann kann man einmal eine niedrige, einmal eine hohe nehmen und schon hat man die Chancen extrem gut, dass man dabei ist. Was dann dazu geführt hat, dass wir die beiden Tribes aus dem jetzigen Format gestrichen haben, was ihr dann ja gerade gesehen habt, wie die Besen einfach verschwunden sind, inklusive der Spieler, der Schnecken und allem drum und dran. Des Weiteren wird das für kommende Formate so sein, dass es da keine Form der Rücksicht mehr in irgendeiner Art und Weise geben wird. Wer sich demnächst doppelt bewirbt und dabei auffliegt und die Chancen stehen durch diverse Maßnahmen, die wir ab jetzt auch noch treffen werden, deutlich höher, dass das auffliegt, wird dann einfach für jeweiliges Projekt gesperrt, was den Leuten zu denken geben sollte und vielleicht sie auch daran hindert, das einfach zu machen. Das hilft jetzt den Tribes nicht mehr, die eigentlich den Slot gehabt hätten. Das ist im Nachhinein einfach nicht mehr änderbar. Aber wie gesagt, da können wir jetzt leider nichts mehr dran machen. Aber halt, wie gesagt, wir können uns auf etwaige Situationen in nächsten Formaten vorbereiten und das Ganze noch eindeutig besser gestalten, dass das einfach vielleicht nicht mehr vorkommt. Hui. Geht deine Aufnahme jetzt wieder, André? Ja.
Heute ohne Aufnahme. Also na, du lädst das ja eh nicht hoch. Der ganze coole Scheiß muss dann bei dir passieren. Der ganze coole Scheiß muss bei mir passieren. Dann musst du mir sagen, wo der coole Scheiß ist. Ja, das ist eine gute Frage. Das heißt, ich kann dir keinen Content zur Verfügung stellen. Falls bei mir cooler Scheiß passieren würde. Naja, du musst den coolen Scheiß finden und Bescheid sagen. Ja. Ich habe auch schon überlegt, in das Spectator-Menü, das zusätzliche, wenn es dann irgendwann mal ein Dev-Update kommt, was irgendwie am 12. vorher gesagt war, aber irgendwie dann doch nicht kam. Bis heute nicht. Wir haben heute übrigens den 20. Also sind die schon 8 Tage in Verzug, die lieben Leute von Wildcard. Dann ist es vielleicht auch mal irgendwie so, dass wir ein Menü einfügen können, um zu den Schnecken zu porten und uns auch anzeigen zu lassen, wer welche Schnecken hat, ganz übersichtlich. Aber solange das DevKit-Update nicht kommt, habe ich das aktuelle Spectator-Menü nicht im DevKit, weil da ist nämlich noch das alte drin. Ja, das hat halt irgendwie zu diversen Server-Lags geführt, weil irgendwas untereinander nicht kompatibel war, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Also ich gehe davon aus, dass es so ist, weil ich habe das alte DevKit, das alte Spectator-Menü im DevKit. Und wenn ich das verändere und beziehungsweise ich kann es auch unverändert hochladen, also wenn ich das, ich brauche nur das vorhandene Spectator-Menü mit dem aus dem DevKit auszutauschen und schon laggt der ganze Server. Jo. Auch wenn ich nichts verändert habe, also es liegt definitiv, also würde ich behaupten, da dran. Und wenn das DevKit-Update dann irgendwann mal kommt, dann geht das vielleicht auch. Weil soweit fertig ist es eigentlich. Muss man halt dann nur testen, ob auch alles funktioniert. Was ich dann noch einbauen wollte, deswegen habe ich das eben gerade erwähnt, dass man vom einen Spectator zum anderen porten kann, dass man quasi auch sich den Spectator, also wenn einer sagt, oh geil, krasse Scheiße hier, dass man vielleicht irgendwie mit einer Tastenkombination dann direkt zu dem Spectator wechselt. Auch cooler Shit, das würde mir auch gefallen. Ja, das glaube ich. Das wird mir nämlich auch gefallen. Immer SN drücken, den Spieler eingeben und so weiter, das ist irgendwie nervig. Ist auch mal gespannt, was diese Folge hier passiert, beziehungsweise diese Session, ne? Jo. Jetzt ist ja erstmal bis 21.30 Uhr Schneckenschredderverbot. Eine ist irgendwie eben noch wieder verreckt. Jo, aber ich glaube, das ist auf dem Community-Server auch schon ein paar Mal passiert. Ich glaube, die können einfach vom Server gelöscht werden, wenn sie in diesen Bereich kommen. Der nicht für Dinos vorhergesehbar ist. Also dann löscht der Server auch Dinos, die da nichts zu suchen haben. Und dasselbe wird er mit den Schnecken dann auch machen. Ja, das kann sein. Also ich habe mir ein bisschen auf dem Community-Server spectated und da gab es übrigens nach ein paar Tagen instant durchlaufen schon irgendwie über 600 Schnecken. also das ist... ist eher so semi, aber ne, wie ist ja auch nur ein Testlauf eigentlich. Hier zähmt einer einen T-Rex. Da sind halt auch öfter Schnecken gestorben, einfach so. Ja. Aber sowas wäre es natürlich sinnvoll, da irgendwas einzurichten, dass es nicht mehr als 100 Schnecken gibt auf dem Server oder so. Ja, so eine Obergrenze wäre vielleicht ganz gut. Aber das ist ja auch ein Dauerbetriebsserver. Ja, dass man dann tatsächlich raiden gehen muss, um Schnecken zu kriegen. Hm. Wobei das natürlich auch wieder schwierig ist, wenn man sich denn nicht vorbereiten kann gegen die Tribes, die ganz viele Schnecken haben. Die das stimmt. Die können einen krassen Tech-Scheiß bauen und man selber kommt da nicht dran. Ja, das war ja die Intention, dass die Viecher wild spawnen und dass jeder die Möglichkeit hat, an Schnecken zu kommen. Ja. Ah, ich glaube, das ist schon... Kann man noch ein paar Sachen balancen, bestimmt, aber ansonsten ist das schon ganz gut ausgedacht. Mach dann heute auch mal die Zettelliste, weil... Oh. Ich wurde gefunden! Geht schon wieder los hier. Warte mal, hier wird geschossen. Kantholz? Ach nee, ich glaube, der ist nur rumgeflogen. Ah, dieser Sound, ne? Wenn der mit den Tretern auf dem Fußboden aufklatscht oder wenn der gerade Gas gibt, das hört sich manchmal auch an wie Geballe. Ich wurde gefunden! Oh, Alter, es geht. Na, kommst du noch hinterher?
Ja, es ist, noch komme ich hinterher. Ups, da ist der nächste tot. Wie gesagt, ich muss heute die Zettelliste führen, weil ich das Monitorkabel vom zweiten Monitor kaputt gemacht habe. Ui. Ich muss neues besorgen. Na, ich habe den Monitor bewegt und das Kabel war zu kurz und ist das abgerissen. Ei. Ja, Gott sei Dank ist der Monitor heil geblieben. Ja, besser das Kabel als der Monitor. Ja. So nur 10 Euro Schaden. Ich glaube, die haben alle so eine Sollbruchstelle. Ich glaube, mittlerweile hat alles eine Sollbruchstelle. Ja, aber auch selten geben. Das ist immer so hoch. Wieso geht das nicht weiter? Oh. Oh, ich glaube hier... Warte mal, wer ist das? Sosse Globus von den netten Homies. Ballert gerade auf einen Paracel, der getamed werden soll. Der jetzt tot ist. 162er Paracel. Oh, ich glaube, das ist der, der von den... von den Schneckenräubern gefunden wurde. Oh oh. Ja, ja. Was die da wohl mit vorhatten? Hatte Greta nicht gesagt, die wollte kommen? Ja, aber später. Ah, später. So. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, ja, das weiß man nicht. Ah, ist das schon geil. Ich sehe das jetzt halt das erste Mal so richtig in Aktion hier mit dem... Iron Man Suit, sage ich da mal zu. Hm. Ah, ist schon cool. Und Sosse Globus hat Exidia entdeckt. Oh. Beide mit so einem Suit. Oh, und Anstand. Ich bin rausgeflogen, okay. Der Doc von den Castle Engineers ist in der Nähe von Lan und Maulwürfen und die tamen dann T-Rex und der zischt gerade vorbei. Und der T-Rex ist 180. Wow, Female Rex 180 und ist getamed. Okay, da hat Doc zu spät reagiert. Na, das ist auch noch gar nicht entdeckt. Ja, aber es ist ziemlich nah dran. Mir verfliegt er jetzt wieder weg. Mhm. Aber 180er T-Rex ist nice. Das ist gut. Ich wurde gefunden. Hey, ich wurde gefunden. Hey. Queen Baxi lässt echt auf sich warten, ne? Ah, die wäre cool. Vor allem, wenn die noch so extra Sounds abspielen würde, wäre das... Das würde ich auch extrem feiern. Kniet nieder! Verneigt euch! Wäre auch lustig, wenn man die irgendwo reinschmeißt und die anderen Schnecken dann irgendwie, weiß ich nicht, vor ihr weglaufen oder so. Oder wenn du mit dem Schredder zu nahe kommst, wag dich! Auch geil. Ja, ich meine, das ist gar nicht so schwierig zu machen. Aber es ist halt immer alles, was man da einbaut, geht halt auf die Server-Performance. Ja, das ist klar. Guck mal, so Globus. Was man denn da einbauen würde, ist halt... eine Abfrage, ob die Schnecke Queen Baxi heißt und wenn sie Queen Baxi heißt, wie nah sie zum nächsten Shredder ist und wenn der zu nahe kommt, dann wird ein Sound abgespielt. Und das wird dann halt bei jeder Schnecke kontrolliert und das geht dann halt auf die Server-Performance. Ja, das kannst du halt irgendwie auch nicht bringen. Ja. Dann doch lieber so Einzel-Events, die hervorgerufen werden. Also was man machen könnte, ist, wenn Queen Baxi geschreddert wird, dass ihr dann irgendwie was extra macht, weil das ist ja weniger.
Das kommt dann nur einmal vor, ne? Ja, genau. Also es kommt bei jeder Schnecke, die geschreddert wird, vor, aber das ist ja im Verhältnis weniger. Als wenn die ganze Zeit irgendwie eine Abfrage läuft. Oh, Sammy findet jetzt auch eine Schnecke. Oh oh.